So, willkommen zurück bei Schwarz. Jetzt haben wir hier Surfer und jetzt können wir da auch einiges machen damit. Na, wo ist Start? So muss der. So, okay. Ja, gut, dann mache ich mal erst. Tue ich mir erst einen Pokémon Surfer beibringen. Hier war gerade mein Bildschirm ein bisschen zu weit vorne und meine Tastatur, deswegen habe ich gerade so ein bisschen gezögert. Okay, also, was haben wir denn hier? Blitz brauchen wir auch noch. Ich glaube, das bringen wir CLC dabei. Oder Streifi. Tage vergessen wir denn. Donnerwelle. Genau, ich vergesse Donnerwelle. Und jetzt bringe ich noch Saiyajin Surfer bei. Saiyajin versucht Surfer zu lernen. Okay. Welche Attacke vergessen wir denn? Boah, Steel Wasser ist gut, aber ich will die Attacke eigentlich nicht verlieren. Leg Zaun auch gut. Ich glaube, ich mache mal Schaufel weg. Die haben wir ja immer noch als TM, falls wir sie nochmal verwenden wollen. So einfach ist es. Okay. Dann, gehen wir erst zur Route 1. Dort gibt es noch eine Surfstelle. Und es leckt. Ich glaube, ich schließe wieder ein paar Anwendungen. Ich habe es vergessen, dann muss ich gleich wieder. Okay, weiter geht's. Zur Route 1. Ich habe irgendwie jetzt so ein Déjà-vu-Gefühl. Ach komm, das muss doch jetzt nicht sein. Wo ist die Speed-Taste? Wo ist die Speed-Taste? Ich schließe mal schnell ein Fenster. Es leckt immer noch, obwohl ich die Anwendungen geschlossen habe, alle. Egal, würde. Ach, stimmt, Geist funktioniert gegen normale Pokémon nicht. Na egal, Funkenflug. Guten Flug, ja. Und 4 Erfahrungspunkte, die uns wahrscheinlich nichts bringen werden. So. Hier ist das Wasser, wo wir surfen müssen. Saiyajin setzt Surf ein. Ach komm, ich hasse diese Wasser-Pokémon. Es ist nämlich immer nur ein Barschuft. Echt einfallslos. Obwohl es so viele Wasser-Pokémon gibt, naja. Und jetzt hat man Level 14, also ist kein Kampf wert. Genauso wie dieses Yorkle vorhin. So, jetzt setze ich mal einen Schutz ein, weil auf diese wilden Wasser-Pokémon habe ich null Lust. So, hier. So ist das, die wilden Pokémon. Ein Top-Schutz für euch. Okay, wir müssen hier einfach entlang surfen. So. Na, was bist du denn für einer? Oder eine? Ja, hier gibt's auch Trainer, ihr habt es erfasst. Als erstes entscheide ich mich für eine Attacke, die mein Pokémon einsetzen soll. Tja, und dann schlägt diese Attacke bei deinem Pokémon ein. Okay, Frau Texas Rangerin. Flitiamo. Das Level ist okay. Sollen wir mit Adventi gegen... Ja, komm, machen wir es einfach mal. Geist gegen Psycho. Warum nicht? Gibt auch jede Menge Erfahrungspunkte für Adventi. So, Böde. Sehr effektiv, Geist gegen... Und gegen Geist gegen Psycho. Irrlicht jetzt nochmal, damit Böde stärker wird. Er erhöht seinen Angriff. Das ist schlecht. So, hier brennst du mal. Heiß war. Und jetzt Böde, jetzt ist Böde nämlich noch stärker. Ja, Lichtl wird den Luftschnitt überleben. Hat ganz schön viel abgezogen. Oh, das Feuer hat es noch killen können. Das gibt viele Erfahrungspunkte. Ja, Grillcheater, ich lasse es noch draußen, ich werde es dann aber gleich auswechseln. Pokémon wechseln zu Saiyajin. So, der mit dem Angeschlagenen möchte ich jetzt nicht kämpfen. Wäre ein bisschen hirnrissig.
Funkenflug, die Attacke, die unser Adventi kann. Siedewasser. Ja, ich mache Siedewasser. Und tot. Level 36 hat Adventi schon dasselbe wie Saiyajin. Langsam ist es richtig stark. Entwickeln tut sich's mit Level 42 zu Latenecto. Und wir haben eine Persenbär bekommen. Halt, Verwirrung. Gestern, heute Morgen, die Menschen, die Pokémon, die Welt, ja. Ich mag dieses Gefühl, dass alles irgendwie miteinander verbunden ist. Gut, der Schutz ist ja noch aktiv, das heißt, ich brauche hier nichts zu befürchten, wenn ich durch dieses Gras latsche. Aber was ist hier? Hier ist noch eine Rangerin. Route 1! Hätte ich nicht gedacht. Eigentlich laufe ich immer mit vollem Karacho durch die Landschaft. Dass ich das jetzt gerade nicht tue, ist eine große Ausnahme. Okay, lass uns kämpfen. Girolamo. Girolamo. Chillabel, mein Lieblings-Pokémon aus der 5. Generation. Habe ich als Shiny. Dich habe ich als Shiny, Chili, ja. Okay. Tut mir leid, aber ich muss dich jetzt ausschalten. Du stehst mir im Weg. Ich mach das so, Chuck Norris. Doppelkick, aber nee. So, Chuck Norris. Durchbruch, aber nur ganz sanft, ja. Das ist jetzt ein Durchbruch mit einem Herzchen nebendran. So. Ein Liebesdurchbruch. Ah, sie war doch trotzdem zu schwach, was? Ja, es lag an der Spaßkanone. Senkt den Angriff stark. Kehrtschelle! Chillabels Spezialattacke. Oh ja. Beweis deine Stärke, Chuck Norris. Und tschüss. Tschüss, Chili. Und Chuck Norris hat schon fast Level 36. Alle unsere Pokémon haben 36, außer Chuck Norris. Also ist Chuck Norris der Schwächste von uns. Und Streifi ist der Stärkste mit 41. So, jetzt wechsle ich Zappy Queen, ist mir ein bisschen zu riskant, jetzt aber mit einem angeschwächten Karadonis zu kämpfen. Laubklinge. Und, boah, ich dachte, es wäre schon okay. Aber Zebritz ist nicht zu unterschätzen. Er erhöht seine Initiative. Aber wir killen ihn jetzt, das ist nicht mehr so wichtig. Doch, es ist wichtig. Verdammt! Jetzt aber Laubklinge. Und das war's. Tschüss, Zebritz. Ritz dich irgendwo in die Ecke. Ja. So schnell kann ich nicht lesen, was der da quatscht. Ich nutze meine kurze Laufpause, einfach mal um dir das hier zu schenken. Eine Persienbeere schon wieder. Also gegen Verwirrung haben wir jetzt was. Ja, komm, ich will dich nicht nochmal ansprechen und nicht auch zum dreimal, sondern ich will hier weiter nach unten, um zu schauen, ob da noch was ist. Ein Item, ah ja. Eine Perle, wir haben eine Perle gefunden. Okay, ist hier was, ein Item versteckt? Nee. Okay, hier ist noch ein Haus, aber ich will zuerst noch das Gras genau unter die Lupe nehmen. Ich habe die Augen stets auf meinen Angelhaken gerichtet, in der Hoffnung, dass er oft und heftig zappeln möge. Wollen wir unser Pokémon mal gegeneinander antreten lassen? Ja, gerne. Herr Angler, ja, ich nenne ihn einfach Edigo Quabbel. Kennen wir das schon? Ne, ich glaube noch nicht, ne? Na, jetzt kennst du das Quabbel. Hier, bitteschön. Vom Typ her Geist und Wasser. Aber die Entwicklung, die ist so dirty. Aber so ugly. Die Entwicklung ist so ugly, genau. Ugly ist das richtige Wort. Da, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, da ist es mir hochgekommen. Oh Gott, das war's für Lichtl. Hat überlebt, okay.
schnell wechseln. Ich hab nicht gedacht, dass es Unheil böen kann. So, Saiyajin, ich brauche eine Bissattacke von dir. Aquarelle! Nun! Bitte nicht verwirren, bitte. Gut, danke. Jetzt aber Biss und weg mit dir, Quabbel. Quassel hier einen anderen voll. Hahaha. ja, hat überlebt, aber egal. Tschüss. Und Erfahrungspunkte. Oh man, noch ein Quabbel. Gott, verdammt. Hoffentlich kommt nicht die Entwicklung, sonst das ist die weibliche Form. Also das weibliche ist pink und das männliche ist blau. So unterscheiden sich die Quabbel. Das ist auch bei den Entwicklungen leider auch so. Da muss ich sagen, dass das weibliche am hässlichsten aussieht. So. Gut, ich glaube, das Gras hätten wir jetzt. Ja, da ist nichts mehr. Okay, dann gehen wir mal durch dieses Tor weiter. So, Deutschland schießt ein Tor. Hahaha. Ab hier passiert kaum etwas Aufregendes. Daher gibt es auch keine Informationen auf unserer Leuchtschriftanzeigetafel. Die ist übrigens ganz neu. Klasse, oder? Okay, was ist Neues? Aha, aha. Okay, echt spannende Nachrichten. Interesting. Ach, das kommt noch. Aha, okay. Hätte ich nicht gedacht. Hm. Echt interessant, was da steht. Es ist ja schon ein Unding, es ein Geld zum Fenster hinauszuwerfen. Aber noch viel schlimmer finde ich es, kostbare Zeit zu verschwenden. Wenn sich einem die Gelegenheit bietet, sollte man sie auch beim Schopf packen. Halt, da ist noch was. Da ist noch was. Und zwar ein leerer Abtreiber. So, jetzt sind wir auf Route 17. Okay. Route 17. Vorsicht vor starken Strömungen. Das erinnert mich an irgendwie an der Pokémon Saphir Edition. Da gibt es auch Strömungen. So, nasse Angelegenheit auf dieser Route. Ein Angler kann die Strömung lesen. Und ein Kampf ist wie fließendes Wasser. Schnauze, genug rumgefaselt. Es ist Zeit zu kämpfen. Barschuft. Ich mag Barschuft nicht. Habe ich euch das schon gesagt? Okay, Feuer gegen Wasser. Wäre unklug, ich wechsle zu die Königin von der Serpies. Überflutung. Jetzt haben wir ein Wasser-Pokémon. Okay, es ist kein Step mehr auf Laubklinge, aber was soll's. So, tschüss. Ach, verdammt, der Step hätte noch was ausgewirkt. Hm. Aber egal. Tschüss, Barschuft. Du hässlicher Schuft, belästigt die Königin. Und Serpiquin erreicht Level 37. Genau wie Adventi. Fail. Epic. Ja, komm, ich lass die Königin mal draußen. Ist ja egal. Und greif weiter an mit Laubklinge. Das ist jetzt ein weiteres. Ja, also Barschubs ist auch ein Form-Pokémon, so wie Quabbel. Es kann blau und rot haben und glaube ich noch eine weitere Farbe. Grün, glaube ich, oder? Nee. Blau oder rot. Blau, rot und noch eine andere gibt es. Es gibt, glaube ich, drei, aber keine Ahnung. Kann auch sein, dass es nur zwei gibt. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich mag dieses Pokémon, wie gesagt, nicht besonders. So, den Angler hätten wir. Und hier ist ein Item. Muss. Schubst wirklich nicht mehr. Na toll. Muss Item holen. Wenn hier jetzt ein Pokémon auftaucht, dann. Dann wäre es echt ein Fail. Okay. Toxin. Können wir ein Pokémon vergiften? Ist die stärkste Vergiftungsattacke, die es gibt im Pokémon. Denn das Gift wird immer stärker, je mehr Runden vergehen. Könnte man ein Pokémon mit sehr viel Verteilungspunkten oder KP beibringen, weil das länger durchhält. Und daraus eine Kombination machen. Da bietet sich zum Beispiel Forstelke an oder ein Pokémon mit hoher KP, Haitaira zum Beispiel.
Durch das gemeinsame Schwimmen mit meinem Marmolida weiß ich jetzt ganz genau, was so toll an ihm ist. Und genau das zeige ich dir jetzt. Marmolida ist dieses Wasser-Dings-Pokémon da, das viele KP hat. Oh! Sexy! Nee, nicht das Pokémon, ich meine die Trainerin. Okay, Marmolida hat die meisten KP aller Enal-Pokémon. Das heißt, ich wechsle jetzt einfach mal wieder zu die Königin von der Zappies. Kurz Zappi-Queen. Und ich glaube, ich soll es mal healen, aber ich glaube, hier gibt es irgendwo einen Heiler in der Nähe. So, Laubklinge. Hat bestimmt nicht viele Verteidigungspunkte, weil es dafür mehr KP hat. Ups, hat sie belebt. Weckruf. Eine Kampfattacke. Aber egal, Laubklinge. Ach komm! Pussy! Pussy! So, jetzt halt Laubklinge und weg mit diesem Fisch-Dings da, mit dieser Fischmissgeburt. Okay. Das hätten wir. Susi! Okay. Ja, jetzt müssen wir die Strömung gut überdenken. Nein, warte, ich will den Trainer ansprechen. Okay, ich kann jetzt nichts machen. Jetzt kann ich was machen. Sehr schön. So, ich will zuerst den Trainer hier bekämpfen. Meine Spezialität ist das Brustschwimmen, aber auch Kraulen, Schmetterling und der Pokémon-Kampf natürlich. Okay, Schwimmer Maxwell. Mit wie viel? 4 Pokémon? Oh Gott, nein. Alles Barschuft, komm. Das tue ich mir nicht an, ich hole jetzt das Zebritz raus. So, nein, nicht Saiyajin, ich will Streifi. Streifi, hier. Mach kurz einen Prozess mit diesem Schuften hier. Nassschweif, die Attacke kann auch Dragonier. Aber egal, Ladungsstoß. Und kill, mach mal einfach mal die Fische, tu mal die rösten und dann essen wir heute gegillten Fisch zu Abend. So, hier ist noch einer. Oh Gott. Das zeigt, wie einfallslos die Pokémon-Trainer sein können. Die meisten setzen Barschuft und Quabbel ein. Weil es hier nicht so viele Pokémon, also Wasser-Pokémon in dieser Region gibt. Was im Inferno? Okay, die Attacke kenne ich nicht, aber ich weiß, dass sie sau stark ist. Anwender greift das Ziel an, indem er es mit dichten Flammen umhüllt. Ziel erleidet Verbrennung in Stärke 100, dafür eine Genauigkeit von 50. Eine Attacke, die extrem ungenau ist? Ich weiß nicht. Naja, ich vergesse mal Nachtnebel, aber ich bin jetzt so begeistert davon, dass es so wenig Genauigkeit hat. So, hier ist Barschuft. Ladungsstoß. Ach Gott, ich wünschte, ich hätte jetzt die Speed-Taste. Ich will jetzt so gerne speeden wollen. Bei 5 Barschuft oder 4, die sind doch scheiße, unnötig. Das Pokémon wird hier in dieser Route total ausgelutscht. Und tschüss. So. Okay, Streifi hat schon wieder fast ein Level ab. Das klingt unglaublich. Krass, okay. Holen wir uns das Item, das da oben in dieser Bucht da ist, oder was weiß ich. Was das ist? Abyss-Zahn. Kennen wir auch aus der Saphir, damit können wir ein Perlo entwickeln zu Alabys. Aber Perlos können wir hier noch nicht fangen. Die können wir erst nach der Liga, glaube ich, fangen. So, dann benutzen wir jetzt mal die Strömung hier. Hoppa. Jetzt sind wir hier gelandet, okay? Nun gut. Dann sprinten wir mal. Hallo, Herr Wanderer. Schönen Tag heute. Was?
Ist es nicht herrlich, von einer erhöhten Stelle auf andere herabzuschauen? Bei Pokémon-Kämpfen ist es genauso. Ich bekämpfe dich nun also von meiner überlegenen Warte aus. Genug gequatscht, lass uns kämpfen! Das, und darum geht's in dem Spiel, um Kämpfe und nicht um Gequatsche. Sigdimantur. 34. Ist ein bisschen wieder riskant mit Lichtel zu kämpfen, weil eine Gesteinsattacke würde Adventi töten. Ich setze meinen Trank ein, weil ich will mit Adventi mal kämpfen. Ich will die Inferno-Attacke verwenden, die habe ich noch nie gesehen, die Attacke. So, Kuhmilch ein. Ja, Kevin setzt Kuhmilch ein. Und erhöht seine Verteidigung. Naja, notfalls haben wir ja immer noch Karadonis. So, ich verbrenne es erst einmal mit Irrlicht. Wumm. Ja, genau. So, du brennst jetzt. Und der Angriff wird gesenkt von Silimanto. Silimanto hat einen hohen Angriff. Und eine hohe Verteidigung. Aber dafür im Spezial. Wenig Spezialwerte. Ja, Inferno ging daneben. Das ist nicht so schlimm. So, eben nochmal. So sieht die Attacke aus, okay. Okay. Jetzt kommt ein Steinhagel. Zieht eine Menge ab. Ja, jetzt setzen wir einfach mal Bürde ein und das war's dann für Sigdimantur. Und tschüss. Oh Gott, das Castellit. Das ist die Entwicklung von Litomit. Also diesen Einsiedlerkrebs. Ich setze jetzt mal Saiyajin ein. Ja, ihr seht es, diese Krabbe wird fast zerquetscht. Er hat einen Stein, ihm fällt gleich ein Stein vom Herzen, genau. So, überschwemme mal mit der Surf-Attacke. Und es gibt viele KP. Oder EP. Sei jetzt schon relativ 37. Du bist echt klasse. Man schaut ganz willkürlich. Keine Ahnung. So. Wir haben immer noch den Schutz aktiv. Schutz aktiv. Kaufen Sie unseren Schutz aktiv für einen unglaublichen Preis von nur 150.000 Millionen Poké-Dollar. Hey, warte mal. Täusche ich mich oder sieht dein Pokémon-Team müde und abgeschlafft aus? Komm, du kannst ihm jederzeit eine Pause gönnen. Ah ja, die halt unsere Pokémon, dankeschön. So, was bist du für einer? Sag mal, du bist doch ein Pokémon-Trainer, oder? Du hast, was? Du hast so ein Funkeln in deinen Augen. Da spürt man sofort deine Liebe zu den Pokémon. Weißt du was, ich möchte dir ein Kleinod anvertrauen, das ich beim alten Palast gefunden habe. Möchtest du das Pokémon-Ei an dich nehmen und versuchen, es auszubrüten? Das freut mich natürlich, dass du auch keinen Platz... Aber du hast keinen Platz, ja toll. Das Pokémon, das da rauskommt, das ist sehr stark. Will ich aber nicht in mein Team tun. Ich erzähle dir jetzt mal was, also spähe die Lausche auf. Zwischen den Steinen und Felsen dieser Gegend halten sich Pokémon verborgen. Du glaubst es nicht, oder? Ob du es glaubst oder nicht. Und sie verstecken sich nur... Sie verstecken nur... schon wieder. Sie verstecken nicht nur sich selbst zwischen den Felsen. Sie haben darüber hinaus auch wertvolle Items bei sich. Also, wenn du etwas richtig Wertvolles findest, bring es bitte direkt zu mir. Ich werde dir dafür auch mehr zahlen als jeder andere. Ach, kann man bei denen die Bären verkaufen, die Perlen verkaufen? So, was ist hier ein Laptop? Was ist bei YouTube? Ah ja, Kevin Etzbler hat ein neues Video hochgeladen. Okay. So. Ich will noch diese Route in diesem Part machen und dann gibt es den nächsten Part mit dem... mit der Grundwasserdenke weiter. Ich bin auf meiner Suche nach möglichst vielen Pokémon letztendlich hier gelandet. Zeig doch mal, mit welchen Pokémon es dich hierher verschlagen hat. Ja, du willst meine Pokémon sehen. Okay, bitteschön. Wenn du dich unbedingt umbringen willst mit deinem Emolga, du, dann kann ich das dir anbieten.
So, Adventia ist wieder volle KP. Es wurde ja geheilt und hat Level 38. Schon ziemlich hoch. Ich will es jetzt noch entwickeln. Und dann nehme ich ihn den EP-Teiler wieder ab. Und dann müssen wir nach einem Dunkelstein finden, damit wir das nochmal entwickeln können. Und ich weiß, wo wir den finden können. Den werden wir in den übernächsten Parts holen. So, Inferno. Und? Oh, leider nicht gekillt. Schade. Dafür brennt im Molger jetzt. So, jetzt noch ein Heal bitte mit einer Kumo-Milch. Ich will es nicht auswechseln, weil Adventi dann mehr Erfahrungspunkte kriegt, wenn das ein Pokémon alleine tötet. Akrobatik. Und du bist verbrannt. Und Level 39. Bald haben wir ein Latenic-Doro. Okay, was ist hier unten? Ein Stein, den man bewegen kann mit Stärke. So, Chuck Norris bewegt jetzt einen Felsen, okay. So, hier unten ist noch ein Item. Hier ist auch kein verstecktes Item, hier ist noch was. Ein Top-Elixier heilt die AP vollständig auch von einem Pokémon. Werden wir verwenden bestimmt, wenn wir es brauchen. Okay, der Schutz wirkt nicht mehr. Dann setze ich... Nein, warte, ich setze ihn erst ein, wenn wir an dem Gras sind. Das wäre klüger. So, bei diesem Haus waren wir schon. Da kommen wir daher. Ja, da kommen wir her, ne? Gut, dann gehe ich mal in diese Richtung. Nach unten. Hier ist nochmal ein Stein, den wir bewegen können. Und jetzt die Fußschritte sieht man im Sand. Achso. Bam! Ah ja, jetzt sind wir hier, okay. Und hier ist auch das Item. Bist du mit Hilfe der Karate hierher gekommen? Die Karate ist praktisch, denn sie verrät einem bei genauer Betrachtung um so einiges. Jetzt bist du ein Kämpfer, ne, ein Backpacker, ne? Backpacker. Mit einem Elfun, ja. Ist vom Typ Pflanze und Luft, also Wind, Flug, Pflanze. Habe ich allerdings noch nie so oft bekämpft, muss ich sagen. Habe ich auch nicht in meiner Weißen im Team, also ja. Ja, es kann Windstoß. Jetzt komm, mach Elvis Platz. Elvis, mach Elvis Platz mit einer Inferno-Attacke. Ach komm, ich wusste, Inferno hat keine AP mehr. Ist ja genial. Eben Funkenflug. Initiative sinkt. So, was? Ach komm, das muss doch jetzt nicht sein. So knapp überlebt. Adventi, komm schon. Funkensprung. Funkenflug. So, das war's. Jede Menge Erfahrungspunkte. Vielleicht entwickeln wir Adventi in diesem Part sogar noch. Mal schauen. So, Drachenhaut verstärkt, glaube ich, Drachenattacken. Werden wir auch brauchen, denn unser sechstes Team-Pokémon ist ein Drachen-Pokémon. Ich hatte ja noch nie ein Drachen-Pokémon in meinen Let's Plays, oder? Hatte ich schon mal einen Drachen? Ja doch, ich hatte mal eins. In meiner Saphir hatte ich ja ein Botalander. In meiner gelben hatte ich kein Drachen-Pokémon. Und in meiner roten hatte ich auch eins. Ja, da habe ich einen Dragonier gehabt. Also fangen wir in diesem Let's Play und nehmen das dritte Drachen-Pokémon. Und wir finden Kaskade. Okay, man kann hier Kaskade finden. Wusste ich nicht. Dachte, Kaskade kriegt man erst nach der Liga. Habe ich mich wohl anscheinend geirrt, okay. Kaskade kann man auch gut verwenden. Ich kenne nämlich noch eine Stelle, wo man Kaskade einsetzen kann. So. Auf einer Anhöhe stehen sich zwei Gestalten gegenüber. Du und ich. Echt, wir sind auf einer Anhöhe, hätte ich nicht gedacht.
Oh, das sieht aus wie ein, wie so ein Dealer, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. Hey du, möchtest du Stoff? Okay, Barschuft. Ich probiere es mal mit einer Bürde-Attacke, aber ich glaube, Advent zieht hier nur den kürzeren. Ja, war zu erwarten. Aber probieren kann man es ja. So, Zappy Queen. Und eine Laubklinge. Zack, zack, zack. Oh. Oh, wir überleben die Pokémon, die Attacken immer so knapp in diesem Part. Das gibt's doch nicht. Pflanzsäulen. So, jetzt reicht's aber. Das war's jetzt mit dir. Level 38. So viele Erfahrungspunkte hätte ich nicht erwartet. Flampivian. Das ist die Entwicklung von diesen Flampion aus der Wüste. Ist vom Typ her Kampf und Feuer. Habe ich in meiner schwarzen im Team, also in meiner privaten schwarzen Edition. Und ich setze jetzt mal Surfer ein. So, löschen wir mal das Feuer von diesem Affen. Boah, das ist ja schon wieder knapp überlebt. Also, bin ich verflucht in diesem Part oder was? Oder warum überleben die Pokémon die Attacken immer so knapp? So, Lake. Und tschüss. Oh, ist immer unterlevelt. Kann gar nicht sein. Wir sind schon fast vor dem vorletzten Orden. Da müssten unsere Pokémon ja, schon Anfang der 40er reichen, um schon gegen den Arenaleiter zu kämpfen. Aber wir sind ja nicht mal in der Stadt des Arenaleiters. Bis dahin können wir ja noch ganz gut leveln. Und in der Liga haben sie Level 50, die Pokémon. Und warum setze ich jetzt Pflanze gegen Pflanze ein? Was habe ich denn jetzt schon wieder genommen? LSD, Koks, ich weiß es nicht. So, jetzt setze ich mal... Achso, wir haben nichts anderes. Na dann, warum setze ich Chuck Norris nicht ein? Hat er eh noch das niedrigste Level. Klingt unglaublich, aber... Eine Unlichtattacke. Gegenstoß. Zertreten wir ihn einfach mal. Bodycheck, ja. Doppelkick. Und wann lernt Chuck Norris endlich Kreuzhieb? Muss ich mal wieder im Wiki nachschauen. So, Protzer. Da will man mal ein bisschen in den Angriff. Gut, jetzt ist der Angriff stärker und die Verteidigung ebenfalls. Jetzt ein Doppelkick und das Wegecheater hat zum letzten Mal gecheatet. Oh! Chuck Norris wurde besiegt. Das ist doch ein schlechter Scherz, oder? Okay, Streifi. Nitro-Ladung. Und ich pausiere mal kurz. So, bin ich wieder. Wir haben den Trainer geschlagen mit einer Feuerattacke. Seufzt. Okay, hier ist noch ein Item. Ist ja was auf der Anhöhe. Ja, hier geht's runter. Interessant gebaut, diese Route, muss man schon sagen. So, wo ist denn hier jetzt? Hier ist eine Strömung wieder. Aber ich glaube, ich hole zuerst das Item. So, Item holen. Dann laufen wir mal den ganzen Weg wieder zurück. Nur für ein lächerliches Item. Und dann ist es ein scheiß Pokéball. Ich sehe es jetzt schon. Naja, jetzt verschwenden wir wieder einen Topschutz und aufs Umhänge. Durch dieses viele Gewalk jetzt. Wo geht's denn jetzt lang? Wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Schutz wirklich mehr. Ich wette, jetzt laufe ich dann gleich im Kreis. Na egal, dann pfeife ich dir einfach auf das Item. So. Oder soll ich auf das Item pfeifen? Ja, wenn. Hier geht's bestimmt nicht weiter. Gut, dann laufe ich eben wieder zurück. Gott. Warum setze ich kein Fahrrad ein? So, hier, Fahrrad. Leckt zwar umso mehr, aber wir sind dafür schnell unterwegs. So. Vielleicht bringen wir uns ja die Strömung zu den Item, wer weiß. Hups. Okay. Ach, da geht's so.
Da geht's zurück. Oder geht's da zurück? Ich kenne mich hier gar nicht aus in der Route. Egal, selbst wenn es zurückgeht. Ich schau jetzt mal, ob da was ist. Ne, irgendwo muss es ja hinführen. Entweder führt es ganz zurück oder es führt uns irgendwo hin. In einem Secret Place oder so, keine Ahnung. Es führt uns. Ja. Hier waren wir noch nicht. Hä? Ah ja. Und jetzt? Oh Gott, so viel Strömungen. Aha, okay. Wo sind wir jetzt? Ich schau jetzt mal, hier unten war ein Trainer. Ich will den mal bekämpfen. Muss Trainer bekämpfen! Och, wenn es jetzt so leckt. Ein Barschuft, darauf falle ich nicht rein. Nein, dieses Item, dieses Geblubbere, auf dieses Geblubbere werde ich bestimmt nicht reinfallen. Niemals, ich werde da niemals hinsurfen, auch wenn es mich umbringt. Oh. Marmolida. Wollen wir es fangen? Ja, komm, fangen wir es einfach mal. Hyperball. Wir können es nicht schwächen, weil unsere Pokémon alle zu stark sind. Und es ist kein Pfund. Ist ja mal was. Ja, wobei, wir können mit Taube Nüsschen kämpfen. Es hat nur Level 8. Ich bin ein taubes Nüsschen, ja. So, du ein taubes Nüsschen, verwend mal den Windstoß. Wasserring, er kann sich immer heilen, oder, ja. Er ist ja ein R. Auch wenn es nach einer Sie aussieht, es ist ein R. So wenig. Gut, dann muss ich Silberblick verwenden. Silberblick. Okay. Noch einmal, wir müssen das richtig schwächen, weil es sehr viele KP hat. Auch wenn es sich immer mit Wasserring heilt, ist ja egal. Er hat bis jetzt noch nicht angegriffen, außer mit einmal mit Pfund auf unser auf unser starkes Pokémon. Ich weiß gerade nicht, welches es war. Jetzt greift's an, Pfund. So, ich glaube, wir haben es genug Silberblick-Hits. Ich glaube, es blickt nicht einmal, dass wir ständig Silberblick verwenden. Windstoß ist doch physisch, oder? Keine Ahnung. Nee, es ist spezial. Das heißt, ich muss mit Fliegen angreifen. Aber Fliegen kann jetzt auch zu stark sein. Ich probiere einfach mal. So, Fliegen. Und tschüss. Ja, ganz knapp überlebt. Sehr schön. So stelle ich mir das vor. Und jetzt ein Hyperball. Wir haben nur 3. Jetzt haben wir nur noch 2. Wir müssen mal wieder ein paar Hyperbälle einkaufen. Und es ist unbeeindruckt davon. Ich probiere es einfach nochmal. Wir haben jetzt Zeit. Einmal, zweimal, dreimal und Gotcha! 4-mal. Oh Gott, Spitzname. Marmolida, Fürsorge, Wasser, Größe 1,20 Meter, Gewicht 31,6 Kilogramm. Diese spezielle Schleimschicht, die seinen Körper umgibt, besitzt heilende Kräfte. Ähnelt irgendwie von Chanera, muss ich sagen. Ich nenne es, ja, ich habe einen Namen. Ich nenne es einfach Healer, was soll's. Falls euch einen besseren Spitznamen einfällt, könnt ihr einen Kommentar schreiben. Okay, wo sind wir hier jetzt gelandet? Ja. So, ich schaue jetzt mal einen Schutz. Top-Schutz.
Ja, ich glaube, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ah, Gott, ich will nicht mehr am Anfang sein. Müssen wir jetzt zurückwalken, oder was? Ich will nicht mehr zurückwalken, aber ich mach's jetzt einfach mal, wo ich keinen Bock hab. So. Nein, ich will nicht da lang. Ich will nicht da lang. Oh Mann, diese Strömungen sind echt nervig. Dieser Part wird noch lange dauern. Seufz. Und ich wollte jetzt noch die Grundwassersenke zusätzlich machen, wenn ich bedacht habe, dass dieser Part zu lange dauert. Okay. Wo sind wir noch? Ja, wir müssen jetzt da hinten wieder hin, oder? Jetzt sind wir wieder hier. Okay, das ist echt eine sehr, sehr verwirrende Route. Ich setze noch einen Schutz ein. Okay, jetzt müssen wir wieder an diese Stelle da hinten. Da waren wir ja noch nicht, oder? Nee. Ah, ich hätte noch gleich ein Pokémon ablegen können, damit wir dieses Ei holen können. Naja, aber das ist so ziemlich einer der nervigsten Parts in diesem Let's Play. Für mich wenigstens. Ne, ihr müsst euch einfach zurücklegen. Ich muss hier arbeiten mit Tastaturen und sprechen und so. Dass es viel anstrengender ist, das Zurücklegen, was ihr da gerade macht. Und der Schutz ist schon wieder verbraucht. Aber ich will das Spiel hundertprozentig durchspielen. Und jedes Item und jeden Winkel erkunden wie in der gelben. Und dafür muss ich halt sowas jetzt machen. Auch wenn es mich jetzt umbringt. So, vielleicht soll ich da auch mit Safe States arbeiten. Hier ist es ein bisschen nervig, hier dauernd wieder da hochzukommen. Ich mache jetzt mal einen Safe State. So, ich speichere mal den hier. Ein 7er. Okay, jetzt nehme ich mal den hier oberen. Dich haben wir schon gefangen. Nerv mich bitte nicht. Marmolida. So, Flucht. Tschüss. Okay, wo geht's hier lang? Aha. Aha, okay. Hier kommen wir nur im Kreis. Das heißt, ich nehme mal den hier. Aha. Aha. Okay, wir müssen den hier nehmen. Hier sind wir schon mal ganz günstig. Und wo geht's hier lang? Hier sind wir auf so einer Strand-Dingsbums, Strandbank oder wie die auch immer. Ich nenne Strandbank. Genau. Hier ist noch ein Trainer. Kämpfen wir den mal. Na komm her. Die Pokémon reiten auf der Welle und du reitest auf den Pokémon. Macht dich das zum Pokémon-Meister oder zum Wellenreiter? Und hier hat es gerade extrem geleckt. Okay, Schwimmer, bring das schnell hinter uns. Quabbel. Soll ich einen versuchen, Pokémon? Willkommen bei Let's Play Pokémon Zeitlupe. In diesem Part ist alles sehr langsam und laggig, weil dieses Spiel so viel Beanspruchung hat, ja. Und hier kommt ein Soda-Cheater. Das ist das gleiche Pokémon, was wir gerade draußen haben. Ich setze jetzt mal Serpiqueen dagegen ein. Verstehst du? So, Serpiqueen ist jetzt draußen. Und es ist auch das Sodamarkt draußen. Das ist schon mal gut. Oh, jetzt hat sich's wieder ein bisschen beruhigt. Laubklinge. Wow, echt spannend. Ja. Oh Gott, das hört sich an wie ein 8-Bit-Spiel. Hat sich gerade fett angehört wie ein 8-Bit-Spiel, unglaublich. Alter, wie leckt das jetzt? Hat sich da irgendwas geöffnet bei mir?
Oder liegt es gerade an der Stelle, wo wir gerade sind? Ich glaube, ich pausiere mal kurz. Und hier bin ich wieder bei einem leckigen. Oh Gott, das erinnert mich an Star Wars, hat auch so übel geleckt. Komm schon, beruhig dich wieder, du Spiel. Liegt es vielleicht daran, dass wir ein Safe State gemacht haben? Dass es jetzt so laggig ist? Ja, hier geht's eigentlich wieder. So, hier ist ein Haus, aber wir haben es ja gleich. Und hier ist ein Forscher. Je mehr Kämpfe ich mit meinen Pokémon bestreite, desto glücklicher bin ich. Und was hast du denn für ein Pokémon? Na, was hast du? Was hast du? Deponitox. Ein Müllhaufen, den du als Pokémon bezeichnest. Sehr interessant. Das ist nämlich die Weiterentwicklung von Onatytox. Und erhöht seinen Angriff. Na toll. Also wird ihm nichts mehr bringen, jetzt verbrennen wir es mal. Eine Attacke noch und das war's mit seinem Müllhaufen. Body Slam! Och nee! Egal, tschüss, Deponitox. Und Level 38 für Saiyajin. Ich muss das Item holen. Donnerblitz, geil. Ich freue mich, Donnerblitz. Können wir Ding beibringen? Wie heißt Streifi? Ich nehme schon eine Dreiviertelstunde auf, unglaublich. So. Donnerblitz, Streifi. Ich vergesse mal Ladungsstoß. Okay. Ich renne jetzt mal ein bisschen, damit wir hier vorankommen. Und hier ist ein Häuschen. Mitten auf dem Meer. Und hier ist ein Item. Dubios Disc. Damit können wir Porygon 2 zu Porygon Z entwickeln, wenn wir eins hätten. Gut, jetzt hätten wir soweit das meiste von der Route. Ich will jetzt nur noch dieses Item da holen. Muss das Item holen. Hier gibt es bestimmt eine versteckte Stelle, wo man sich's holen kann. Oder müssen wir hier oben entlang? Nein, hier geht's nicht lang. Oh ne, jetzt kommen wir wieder ganz zurück, oder? Ich will da nichts hin. Gut, dann gehen wir eben hier lang. Und dort lang. Oh man, jetzt fängt's gleich wieder zum Leggen an. Nein, nicht Donnerblitz. Nein, 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 nein. Vertippt. Nein, ich will es auch nicht schließen. Ich will einen Topschutz einsetzen. So, hier Topschutz. Boah, was hätten wir... Wie lange wäre der Part anscheinend geworden, wenn wir keinen Topschutz eingesetzt hätten? Na, was meint ihr? Jetzt haben wir es ja schon fast. Ich will jetzt noch diese Item holen und dann will ich zur Grundwassersenke gehen und noch offscreen dieses Pokémon holen. Oder ich mach's so. Das wäre vielleicht klüger. Ich mach zuerst. Und ich hole mir zuerst das Item, dann hole ich mir das Pokémon, dann gehe ich zur Grundwassersenke. Das wäre klüger. Ah, was habe ich jetzt schon wieder getan? Und jetzt leckt's schon wieder. Aber ich will das Item. Oder müssen wir da oben hin? Ne, hier oben geht's nicht lang, hier geht's nur zurück. Hier ist nur auch ein Item. Wie kommen wir da bloß hin? Ich nehme jetzt diese Route genauestens unter die Lupe. So viel Zeit muss sein. Falls ihr es nicht mehr sehen wollt, könnt ihr den nächsten Part nehmen, falls es schon einen gibt. Weil ich werde jetzt hier noch dieses Item holen und so, das was ich halt gerade gesagt habe vorhin. Hä? Oder geht's hier irgendwo lang? Ne, hier geht's nicht lang.
Fahrrad, komm her. Das ist schon viel besser. Und meine Katze macht uns schon wieder. Pause. So, hier bin ich wieder. Schutz wirkt nicht mehr. Echt informativ, diese Meldung. Nein, ich will das Fahrrad nicht öffnen. Nein, ich, wie gesagt, ich will das Fahrrad nicht öffnen. Okay. Jetzt bin ich vom Fahrrad wieder abgestiegen. Hier waren wir schon. Und die Musik ist mal wieder entverbuggt. Seufz. Ich muss doch irgendwo hingehen, irgendwo. Irgendeinen versteckten Winkel. Hier geht's nicht lang. Aber hier oben geht's irgendwo runter, habe ich gerade gesehen. Aber wie ist jetzt die Frage, wie kommen wir dorthin? Hier geht's ja nirgendwo lang. Oder Moment. Hä? Hier unten geht's nicht lang irgendwie. Hier ist eine Surfstelle, aber hier geht's nirgendwo lang. Oder wie kommt man da hin? Ne, ich will das jetzt holen, das Item. Ich hole mir das Item jetzt. Ich surf jetzt mal, vielleicht findet man da etwas. Jetzt sind wir wieder hier. Ich glaube, ich gehe mal wieder zurück. Oder wo geht's denn hier lang? Ah, hier geht's irgendwo lang. Oder geht's hier zurück? Naja, jetzt waren wir hier schon. Ja, wir waren hier schon, oder? Hallo du, waren wir hier schon? Sie waren hier schon, Herr Trainer. Ach, wisst ihr was? Ich lasse das Item jetzt ein Item sein und hol's einfach irgendwann mal, wenn ich Zeit habe. Das ist mir jetzt zu nervig einfach. Ich weiß hier nicht, wie es hingeht. Vielleicht mal es irgendwann mal aufscreen und so und keine Ahnung. Okay, dann hole ich jetzt das Pokémon, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Nur mal kurz, ich habe hier ein Item gefunden, das ist hier am Anfang von dieser Route. Und zwar ist es hier ein Top-Aether. Interessant. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt wieder bei einem Haus, wo das Pokémon-Ei zu bekommen ist. Das war, glaube ich, die hier, ne? Kevin hält das Ei. Ei. Echt eigenartig, was? Wenn du ein Pokémon-Ei mit dem großen Pokémon zusammensteckst, sprich, wenn du zusammen mit dem anderen auf deiner Reise dabei hast, schlüpft aus ihm bestimmt schon bald ein echtes Pokémon. Interessant. Haben wir den FBI-Typen schon befragt? Ach, das ist dieser Typ da mit diesen wertvollen Sachen. Gut, dann schaue ich mal nach der Stelle offscreen, dann sind wir uns gleich wieder bei dieser Stelle, wo wir nichts gefunden haben. So Leute, ich habe den Weg zur Route nicht gefunden, also den Weg zu dem Item habe ich nicht gefunden. Ich habe auch im Wiki nachgeschaut, da steht nichts drin. Ich werde jetzt das Ei ausbrüten, dann sehen wir uns dann wieder, bis das Ei beim Ausbrüten ist. Bis gleich. Oh Leute, nach over 9000 Schritten schlüpft das Ei jetzt endlich. Im Ernst, ich habe im Wiki nachgeschaut, das waren 10.000 Schritte. Boah, bin ich jetzt froh, dass es jetzt schlüpft. Ignimo schlüpft aus dem Ei. Und mir fällt gerade auf, dass ihr den unteren Bildschirm seht. Ah, da habe ich wohl versehentlich den unteren Bildschirm auch noch mit aufgenommen. Naja, egal. Dann mache ich den nächsten halt wieder weg. Ist ja nicht so schlimm. Wo hängt denn jetzt? Worms. Worms. Kennst du ja bestimmt Worms. Das Spiel. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich gehe jetzt vor den Grundwassersenkel, lege alle Pokémon ab, die nicht in unserem Team gehören und nehme
ein Pokémon mit, das ich ablegen musste für das Ei. Gut, dann haben wir jetzt einen langen Part gemacht. Dann sehen wir uns morgen wieder mit dem oberen Bildschirm wieder. Bis dann, servus!